Mein Name ist Denise Gunkelmann, ich bin 29 Jahre alt und mir gehört Wunderbar Unverpackt, der erste Unverpacktladen Göttings und auch Braunschweigs. Ein Unverpacktladen bedeutet, dass sowohl wir als Laden als auch die Kunden Plastik sparen können. Wir haben ein ganz breites Sortiment von den trockenen Sachen wie Reis, Hülsenfrüchte, Flocken, Müsli, Nüsse, Nudeln, Süßigkeiten, aber eben auch viele Artikel des alltäglichen Bedarfs, wie zum Beispiel festes Shampoo, Bambuszahnbürsten, Zahnputztabletten, Baumwollbeutel, Gläser, ökologische Spülschwämme, Bürsten, also wirklich ganz viel, um im Haushalt und bei der Nahrung Plastik zu sparen. Die Kunden bringen von zu Hause ihre eigenen Behältnisse mit. Das können Dosen, Gläser, Baumwollbeutel, Blechdosen sein. Und diese wiegen sie hier im Laden vorher aus, damit wir das Leergewicht haben, was wir hinterher an der Kasse wieder abziehen können. Die Kunden füllen dann die Mengen ein, die sie gerne haben möchten. Das können große Mengen, kleine Mengen oder eben auch ganz spezielle Mengen sein, die man zum Beispiel zum Kuchenbacken braucht oder so. Und dann wiegen wir eben an der Kasse das Endgewicht und ziehen das Leergewicht wieder ab und dann bezahlt man nur, was man eingefüllt hat. In erster Linie profitiert natürlich unsere Umwelt von unserer Unverpackt-Idee, indem eben Plastik, also viel weniger Plastik überhaupt erst in die Umwelt gelangt. Und natürlich profitieren auch unsere Kunden von der Unverpackt-Idee, indem sie eine erhebliche Menge an Plastik zu Hause einsparen können und die Mengen kaufen können, die sie eben benötigen. Die Kunden nehmen gar kein Plastik mehr mit nach Hause und tun somit etwas für die Umwelt.